Hallo, wir sind Arise aus Berlin. Wir machen Bouncecore. Das ist eine Mischung aus Metal und Metalcore, wie auch immer. Wir sind 5 Mitglieder. Luca, der Drummer, Jesse, Gitarrist, ich als Bassist, Pöff, und Mickey, Gitarrist. Weil wir sind alle eng befreundet, schon bevor wir überhaupt eine Band waren. Und wir sind nicht durch die Musik zueinander gekommen, sondern irgendwie die Musik ist zu uns gekommen. Das letzte Bandmitglied von uns ist Priscilla, die ist im August 2008 dazugekommen. Der Kontakt ist über MySpace entstanden, da haben wir natürlich überall rumgeschrieben, dass wir einen Sänger suchen. Und dann hatte sie sich bei uns gemeldet. Da waren wir natürlich am Anfang sehr skeptisch mit einer Sängerin, wie das so alles laufen würde. Aber letztendlich hat sie uns super überzeugt mit ihrer Stimme und ihrer Technik. Die ist so toll! Die ist so toll und haben geweint vor Glück. Und dann war eigentlich klar, die behalten wir, das passt super. Glücksgriff. Wir hießen ja am Anfang noch Signs of Eden, haben dann aber schnell gemerkt, dass der Name A scheiße klingt und B viel zu lang ist. So. Und eines Tages kam Mickey dann an mit dem Namen Arise. Auf die Frage hin, wieso Arise, meinte er nur, in seinem Lieblingscomputerspiel World of Warcraft gibt es eine Gilde, die Arise heißt, und er fand den Namen einfach cool. Und wir haben uns gedacht, ja, alles klar, so viel ist daran nicht auszusetzen, machen wir. Geld verdienen ist erstens nicht unsere Ambition, zweitens ist es, glaube ich, echt nicht möglich, in Deutschland davon wirklich zu leben, sei denn, man ist vielleicht Heaven Shall Burn oder sonst wer. Und selbst bei denen glaube ich, dass das Geld nicht so reicht, um wirklich so toll davon zu leben. Also unser allererstes Konzert hatten wir im Café Albrecht im Februar 2007. Es war auf jeden Fall vor 50 Leuten oder so und wir waren tierisch aufgeregt, also ich zumindest. Ja, unser größtes Konzert war, was heißt größtes Konzert, aber das bouncigste, sage ich mal, war Record Release. Das war im Januar, 9. Januar 2009, glaube ich. Kato in Kreuzberg. Wird aber auf alle Fälle noch getoppt werden vom SO-Gig, Berlin Bounce Fest. Bei uns ist alles bouncig, es gab Bounce Night und jetzt kommt Bounce Fest. In 4 Jahren kommt dann das Bounce Festival. Es dauert noch ein bisschen, aber Record Release war so das erste Konzert, wo ich wirklich gemerkt habe, dass einfach viele Leute einfach der Musik wegen da sind und die man gar nicht kennt. Und dann guckt man nach vorne und hat einfach eine Masse, die abgeht, und das ist schon cool. Ja, das Ding ist bei unserer CD, das, wir haben halt den Namen Time is Ian's. Ich muss anders anfangen. Wir waren zusammen campen und wir hatten den Trip, dass wir alle Uhren verstellen. Also jetzt hat es wahrscheinlich keiner verstanden, weil ich mich vollkommen verredet habe in meinem Trip, aber wie bei Mickey es öfters vorkommt, dass er viel redet. Eine Pause macht und dann vergessen hat, was er gesagt hat. Im Prinzip geht es darum, was auch das Cover aussagen soll, dass die Zeit was ist, was alles beherrscht. In der Stadt stehen alle Menschen unter dem Zwang und unter dem Drang der Zeit. Deshalb ist auch alles so hektisch und einfach nur, wir haben einfach versucht, unseren Hörern oder den Leuten, die die CD kaufen, halt das ein bisschen wieder in den Hinterkopf zu rufen. Es ist immer da, keiner denkt dran, dass es wirklich da ist. Und generell ist es aber eine ganz interessante Überlegung, zu überlegen, was mal wäre, wenn man nicht wüsste, wie spät es ist. Warum man ein Konzert von uns besuchen sollte, ist eigentlich, weil ich in einem Hasenkostüm spiele. Und ansonsten halt, wir wollen Spaß haben, die Leute sollen Spaß haben und darauf kommt es halt an. Und ich glaube, man sieht uns das live auch an, dass wir eine Menge Spaß haben. Vor allem, wenn ich im Hasenkostüm spiele. Ja.